So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die letzten Tage waren sehr intensiv. Herr Wehmeyer hat teilweise gar keine Lust mehr auf diesen Kabelbaum gehabt. Hallo. Aus ein paar Kabel ziehen sind dann doch einige Stunden geworden. Ja, es ist einfach ein Witz, ne? Wenn wir das jetzt hier liegen sehen, denkt man so, ja, das hätte man auch an einem Abend gemacht, aber irgendwie halt doch. Irgendwie waren es dann doch eher 5 Abende, ne? Das reicht, glaube ich, nicht. Reicht, glaube ich, mal, ne? So, okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, man darf nicht vergessen, an diesem Auto ist am Ende wirklich bis auf Lichtkabelbaum und ZE jedes Kabel neu. Genau, alles was ab der ZE ist quasi dann für Motorversorgung komplett neu. Im letzten Video habt ihr schon gesehen, dass wir bzw. Marius diese schöne Aluplatte gebaut hat. Mhm. Die sitzt jetzt hinterm Handschuhfach und die gesamte Stromversorgung für den Motor läuft über diese Platte. Genau. So, das heißt, wir haben wirklich Dauerplus auf die Platte gelegt mit mehreren Relais. Die Relais werden über das Zündschloss geschaltet. Genau. Und dann wird wirklich der Strom freigegeben für einmal Zündkabelbaum. Mhm. Das heißt, die Zündung hat komplett eine eigene Versorgung. Und dann einmal noch komplett für Steuergerät, alle Sensoren, genau, und so weiter. Genau. So, das Ganze war dann doch ein bisschen aufwendiger. Ich glaube, es war gar nicht unbedingt aufwendiger, weil das ist das erste Mal für uns EMU war, sondern einfach, weil so viel ist, ne? Ja, irgendwie, weil deine Ansprüche auch relativ hoch sind. Man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, das ist jetzt kein kleiner Kabelbaum, sondern da ist ja jetzt wirklich alles drin. Genau, so, da sind diverse Sensoren bei und so weiter. Genau, es sind hunderte Sensoren, Einzelzündspulen und, ne? Genau. Da ist ja wirklich jetzt am Ende nichts mehr über, was man nochmal neu machen konnte. Ja, ne? Plus geschirmte Kabel irgendwie noch drin. Ne? Und wir haben angefangen mal wieder an der Peter Zwegert Flipchart da hinten. Da haben wir uns als allererstes aufgeschrieben, was in diesen Kabelbaum überhaupt alles rein muss. Dann haben wir uns überlegt, was die einzelnen Sensoren etc. bekommen. Mhm. Haben uns dann passend dazu direkt überlegt, wo es am Steuergerät angepinnt wird. Und haben dann angefangen, die einzelnen Strippen hier zu ziehen. Genau, plus eventuell noch Leerkabel für spätere Ideen und so weiter. Dafür haben wir diesen Bereich definiert, von unseren beiden Nägeln bis hier ist ungefähr der Bereich, wie im Motorraum später benötigt wird, bis zur ersten Trennstelle. Also nicht Trennstelle, sondern bis zur ersten Kreuzung. Es ist circa der Bereich, wo beim VR6 original der Zentralstecker sitzt, kann man so grob sagen. Genau. Genau. So, nun ist das Problem, ich glaube, da haben wir auch relativ lange drüber nachgedacht, wie baut man diesen Kabelbaum am schönsten. Mhm. Weil man hat natürlich auch gewisse optische Aspekte immer dabei. Mhm. Und wie kriegen wir das Ganze am Ende auch noch hin, dass nicht alles verknotet ist, dass nicht alles ohne Schrumpfschlauch ist und so weiter. Ja. Ihr müsst dazu wissen, wir sind beides keine Elektroniker. Ne? Es geht mit Sicherheit besser, will ich auch gar nicht. aber ich finde das Ergebnis geil, weil wir können jetzt nämlich von unten einfach alles zusammenziehen und können bis nach oben an Stecker Schrumpfschläuche drauf machen. Mhm. Es ist nichts verknotet hier drin, es ist alles schön gerade und passt alles. Das heißt, wir haben den ganzen Kabelbaum nach hinten hin orientiert zum Stecker. Als das alles lag, haben wir das Ganze nochmal enttüttelt, haben es dann eingepinnt und jetzt können wir Schrumpfschläuche rüber machen. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Jetzt muss man noch dazu sagen, wir denken natürlich immer an die Zukunft, das vergessen viele immer. Es wird definitiv nicht das letzte Mal bei diesem Auto sein, dass wir diesen Motor da ausbauen. Ich habe früher immer daran geglaubt, ja, diesmal ist es das letzte Mal, den Motor bauen wir nicht mehr aus. Hat nie funktioniert. Habe ich vor 5 Mal auch schon gedacht. Hat nie funktioniert und genau deswegen bauen wir das Ganze jetzt so, dass man es auch jederzeit wieder ausbauen kann. Das heißt, gewisse Stecker, also gewisse Kabel im Motorkabelbaum gehen gar nicht ans Motorsteuergerät, sondern sie gehen von dem Motorsteuergerät zum Innenraum, zur Lambda-Sonde, zum N75. Und diese brauchen alle natürlich nochmal einen gesonderten Stecker, dass man selbst die natürlich vom Fahrzeug trennen kann. Ne? Genau. Das heißt, in dem Fall, hier ist zum Beispiel Ken High, Ken Low, die Stromversorgung für das Steuergerät, genau, die dementsprechend zu unserer Platte geht. Und dann kommen noch solche Sachen wie Kupplungspedalsensor, E-Gas im Innenraum, ja, und. Da ist halt in Summe einiges dran. Hier unseren Zündungskabelbaum, also die Pluskabel für die Zündung, die kommen nochmal extra.
Da brauchen wir leider noch einen Stecker, der 4 Quadrat aufnehmen kann. Mhm. Der kommt aber noch. Aber wir wollten euch nur mal einen kurzen Zwischenstand geben. Genau, also Ziel ist, dass wir dann, wenn ich den Motor mal ausbauen will, am Motorsteuergerät abziehen können, den auf den Motor klappen können und mit dem Motor komplett ausbauen. Ne? So, ja, ist ja klar. Und das klappt auch definitiv. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass wir es halt gleich so gebaut haben, dass halt gleich alles drin ist. Ne? Heißt es, dass Lüfter, Servo, Pumpe, alles über das Steuergerät geschaltet wird und alles neu, alles frisch, alles schön, alles abgesichert, alles mit Relais. Düsen, Klopfregelung, da ist alles drin. Genau. Geschirmte Kabel war Marios Lieblingsaktivität in den letzten 24 Stunden für so Sachen wie den Heugeber und so weiter. Da mussten leider geschirmte Kabel rein. Und ja, ich find's geil. Sieht richtig gut aus. Das ist schön. Das ist wenigstens dir gefallen. ist jetzt nicht mehr so viel. Das heißt, als nächstes Schrumpfschlauch nach oben durch. Genau. Und dann nach unten hin immer weiterarbeiten. Am Ende die Stecker drauf. Das machen wir im Motorraum dann, genau. Und dann melden wir uns gleich wieder, wenn der Kabelbaum in 2 Tagen im Auto liegt. Das geht so nicht mehr. Ich bin vorhin noch einmal runtergefallen, muss ich ihm auch gleich noch sagen. Nee. Nacht war mal wieder kurz. Ich fliege heute nach Las Vegas zu SEMA eine Woche. War übrigens noch nie da. Bin gespannt, wie es wird. Und da Marius aktuell leider nicht da ist, der kommt auch erst am Sonntag wieder, ich aber unbedingt ihm das Auto laufend übergeben wollte, damit er nächste Woche alles zusammenbauen kann, habe ich mich heute noch mal ein bisschen an die restliche Verkabelung gemacht. Kann soweit sagen, wir haben top Arbeit gemacht. Haben alles richtig gemacht, außer 2 kleine Anfängerfehler. Wir haben leider nicht dran gedacht, dass unsere gesamte Stromversorgung natürlich zusammenbricht, wenn wir diese auf Klemme 15 legen, in dem Moment, wenn man den Motor startet, weil in dem Moment alles abgeschaltet wird, um den Anlasser zu entlasten. Da müssen wir leider nochmal bei. Und an der Drosselklappe hatten wir 2 Pins vertauscht. Sonst ist soweit alles in Ordnung. Motor läuft. Marius kann jetzt zusammenbauen. Wir haben schon mal grob am Laptop alles vorkonfiguriert. An der Stelle nochmal vielen Dank an Chris aus Berlin. Du bist wirklich in Sachen Emo ganz weit vorne dabei. Und ja, jetzt freue ich mich drauf, dass Marius das Auto zusammenbauen kann und wir dann hoffentlich nächste Woche so langsam in Richtung erste Probefahrten gehen können. Auto ist höllenlaut, war natürlich auch kein Wunder bei der 100er Downpipe in Alu, ne? Aber ja, ich bin einfach nur happy, dass es soweit ist, das Auto zusammen kann.
dass wir die Elektrik soweit im Griff haben. Wir sind natürlich noch ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, das Ding langsam abzustimmen. Aber jetzt geht es bergauf. Die letzten Wochen haben sich gelohnt, weil es ist einfach immer wieder geil, wenn so ein Auto am Ende einfach läuft. Ich würde sagen, ich reiße das Ding jetzt für euch nochmal kurz an. Polnischer Trick, nicht wundern. Ich muss den Anlasser jetzt direkt überbrücken. Ich mache einfach Zündung an und überbrücke den Anlasser, weil noch haben wir das Brettchen nicht umgepinnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst, wenn es losgeht, dem ganzen Elektrikpaket richtig die passenden Konfigurationen zu geben, weil wir müssen natürlich noch etliches machen in Bezug auf alles, was an dem CAN-Bus dranhängt, sei es das CAN-Check-Display, sei es das ADU, sei es der Wandler für die Abgastemperatursensoren und so, da müssen wir alles natürlich noch ein bisschen machen. Wir wollten jetzt rein wirklich erstmal nur gucken, ob motormäßig, zündungsmäßig, einspritzmäßig alles passt. Also ich würde sagen, wir sind. Thank you.